Hallo und willkommen bei Ready to Fly. Ihr denkt also, das ist ein kleiner Quadrocopter? Falsch gedacht. Heute stellen wir euch den Proto X vor. Ist momentan der kleinste Quadrocopter, den es auf dem Markt gibt. Und mit klein, ich meine, das Ding ist wirklich richtig, richtig klein. Als Größenvergleich hier zum Upsonix 4. Also, das sind wirklich Welten. Welten kleiner ist nicht nur der Quadrocopter, sondern auch die passende Fernsteuerung dazu. So als Größenvergleich zu einer handelsüblichen Computerfernsteuerung. Also vielleicht gerade mal für den Display. Funktioniert aber tadellos. Super Flight-Controllerin, also fliegt wirklich wie ein großer Quadrocopter. Zum Fliegen braucht man nur noch zwei AA-Batterien, die in der Fernsteuerung eingelegt werden. Der Akku hier ist schon verbaut, wird über USB aufgeladen. Ladegerät ist hier auch inbegriffen. Ein Port für den USB, der andere Port direkt für den Steckplatz am Quadrocopter. Sobald die rote LED am Ladegerät ausgeht, ist der Quadrocopter 100% aufgeladen und es kann losgehen. Zusätzlich hat es noch ein paar Propeller dabei, die sind sehr hilfreich. Wenn die kleinen Dinger mal wegfliegen, findet man die nicht mehr so schnell. Jetzt zeige ich mal, wie das Ding auch fliegt. Einschalten, hier auch einschalten. Von Vorteil die LED-Beleuchtung. Das ist natürlich viel einfacher für die Orientierung. Los geht's. Also sehr eigenstabil. Also bei Windstille kann man da die witzigsten Manöver durchführen. Und wenn man irgendwo reinfliegt, es tut nicht weh. Also, viel Spaß und schaut ihn euch an.